Kawasaki Versus 1000. Das ist mein Motorrad. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Thema heute in meinem Motorvlog ist eines meiner Motorräder. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch mal etwas zu meinen Motorrädern erzähle. Ich sitze hier gerade auf meiner Kawasaki Versus 1000. Bin gerade auf dem Weg ins Wochenende. Heute war nochmal schönes Wetter. Also habe ich mir gedacht, nimmst du mal ein bisschen was auf für einen Motorvlog. Nebenbei teste ich auch nochmal die Audioqualität von einem Sena Bluetooth Audio Pack und einem normalen Mikro. Mal schauen, ob da ein Unterschied zu hören ist. Zum Thema meiner Versus. Wie bin ich eigentlich zu ihr gekommen? Es war 2013, war gerade wieder zurück von einer Sommertour mit meinem Motorrad, damals eine Kawasaki Z1000 SX. Dann, dieses Motorrad habe ich dann zur Inspektion gebracht, war damals 18.000er. Und ich wollte eigentlich schon immer mal die Versus 1000 Probe fahren. Und jedes Mal, wenn ich dann mit meiner SX zur Inspektion oder in der Werkstatt war, war dann jedes Mal entweder die Versus gerade verkauft oder es war gerade keine da und naja. 2013 hat es dann endlich mal geklappt. Der Meister sagte zu mir, naja, diesmal kriegst du eine. Wir haben hier eine da und die ist für dich reserviert. Okay, hingebracht, war direkt nach meinem Urlaub, draufgesetzt und hoppala. Ich bin vor der SX eine kleine V-Strom gefahren, war also schon ein bisschen, sag mal, Reise-Enduro, verwöhnt, versaut, wie auch immer ihr das nennen mögt. Hab mich draufgesetzt auf die Versus, fahr los und nach ein paar hundert Metern denke ich, oh geil. Ich bin wieder zu Hause. Ja, gesagt, getan. Am nächsten Tag wieder hin mit der Versus. Ich hatte auch ein paar Kilometer zu fahren. Das heißt, die Probefahrt war eigentlich also auch ausgedehnt. Ja, ich dann rein beim Händler in die Werkstatt. Ich sag, du, mein Moped kannst du gleich da behalten. Hat mich doof angeguckt. Wieso? Ja, ich nehme die da. Ja, und da stand halt diese Versus, auf der ich jetzt sitze, stand dann noch nagelneu im Laden. Okay, klar gemacht. Zwei Wochen später das Ganze abgeholt. Die SX gleich da gelassen. War ja frisch mit der Inspektion. Konnten sie dann gleich verkaufen. Ja, und so kam ich dann zu meiner Versus. Ein Motorrad, wo viele sagen, mein Gott, ist die hässlich. Ja, der Scheinwerfer vorne, die Optik ist gewöhnungsbedürftig. Aber wie man so mittlerweile festgestellt hat, die Versus 1000 in ihrer A-Version, hat sich hauptsächlich über Probefahrten verkauft. Einmal draufgesessen, kommen meistens die Probefahrer mit einem Grinsen unterm Helm wieder zurück und schlagen dann oftmals auch zu. So wie bei mir. Ich will euch jetzt nicht voll quatschen mit technischen Daten etc. Hier könnt ihr euch zur Not, wenn euch das wirklich interessieren sollte,
auf der Coverseite anschauen. Die aktuelle B-Version, die ein bisschen anders aussieht von der Verkleidung her, ist nicht groß anders. Die ist ein bisschen hübscher geworden vielleicht. Das ist der 1000er Motor, den ich auch schon in der SX drin hatte. Ein wirklich potenter Motor mit 1000 und in der 70er Kubik. Leistung hier irgendwas bei, ich glaube 120 oder knapp darunter. Es ist nicht monster viel, aber es reicht völlig. Für das, wofür dieses Motorrad eigentlich gedacht ist. Ich finde, sie ist zum Reisen, zum Touren gedacht. Es ist ein Motorrad mit Straßenfahrwerk. Zeichnet sich dadurch aus, 17 Zoll Räder vorne, hinten. Die Federwege sind ein bisschen länger als normale Straßenmotorräder. Liegen bei 150 mm. Aber die Ergonomie für den Fahrer, die ist einer Reise-Enduro gleichzusetzen. Man sitzt aufrecht, breiten Lenker vor sich und kann damit wirklich reisen. Meine Versus habe ich abgeholt im September 2013. Wir haben jetzt Oktober 2018, das heißt 5 Jahre und 1 Monat. In der Zeit habe ich sie jetzt 72.000 Kilometer gefahren. Und ich bereue nicht 1 Kilometer. Man liebäugelt und schaut immer mal so links und rechts nach was anderem, was Neuem, aber nee. Ich hatte schon immer gleich gesagt, die habe ich hier mindestens 100.000. Das würden bei mir entsprechend noch, naja, knapp 2 Jahre. Im Durchschnitt habe ich sie 15.000 pro Jahr gefahren. Und ich gehe davon aus, dieser Motor macht 100.000 und noch ein ganzes Stück mehr. Wie das so immer ist bei Motorrädern, alles ganz toll. Aber meistens ist es so, dass man dann doch das Ganze noch ein bisschen personalisiert. Mein Gott nochmal, was habe ich heute mit dem Reden? An dieser Versus habe ich eine ganze Menge geändert oder angeschraubt. So im Schnelldurchgang. Von vorne nach hinten, Aufkleber auf den Felgen, Felgenrandaufkleber, mittlerweile Stahlwerksleitung von Melvin, will jetzt hier keine Werbung machen, eine neue Scheibe, eine andere Scheibe, das ist eine GV Airflow, Navi-Halter vor mir von SW Motech mit einer abschließbaren Touratec-Halterung. Am Lenker sind Handschützer dran, die man eigentlich auch original von Kawasaki bekommt. Die sind jetzt hier von SW Motech, sind aber die gleichen. Heizgriffe Daytonas mit einer speziellen stufenlos regelbaren Regelung. Andere Griffe für Kupplung und Bremse, die die Ergonomie um ein Vielfaches verbessern. Motorschutzflügel von Pooch, ein Tankpad von, oh Gott, was war denn, wie hieß die? Irgendwie aus den Staaten, war eigentlich für eine 1000 SX, aber passt genauso auch auf die Versus. Eine speziell für mich angepasste Sitzbank, von der Form so ein bisschen verändert. Lendenwirbelstütze weiter rangezogen. Eine Geleinlage im Sitzbereich.
ein anderer Endschalldämpfer, ein Shark DS X oder DX oder DS05, glaube ich, heißt er. Fahrwerk sind mittlerweile vorne und hinten Federn und Federbein von Wilbers reingekommen. Da das Federbein hinten so langsam, ich will nicht sagen schwächelte, aber es war nicht mehr voll ausnutzbar. Ja, was sonst noch? Kofferträger abnehmbare und Koffer auch SW-mutig, das ist ein Alu-Koffer. Speziellen Halter für ein Topcase, auch alles von SW-mutig. Das Topcase ist aus der Alu-Serie von SW-mutig. Ja, was sonst noch? Kleinigkeiten. Andere Fußrasten, größere Fußrasten, die ein bisschen tiefer gelegt sind. Dadurch der Kniewinkel natürlich noch ein bisschen angenehmer. Ja, was sonst? So auf die Schnelle fällt mir nicht mehr so viel ein. Gehe gerade nochmal durch im Kopf. Aber das kann ich zur Not ja auch nachreichen. Ja, was war denn in diesen 5 Jahren bisher alles mit dieser Versus? Eigentlich fast nichts, kann man sagen. In der Garantiezeit am Anfang, ich glaube das war bei der 12.000er, wurde festgestellt, eine Undichtigkeit an der Kühlwasserpumpe, wurde neu abgedichtet auf Garantie. Und der Kettenschleifschutz auf der Schwinge war, hat man wohl verändert von Kawasaki aus. Der war wohl vom Kunststoff sehr hart und deswegen klapperte das immer, das Ganze. Der neue ist mit weicherem Gummi und dadurch hat man auch seine Ruhe. Das war's eigentlich. Ansonsten nur Inspektion oder Sachen, die man halt selber kaputt gemacht hat. Das war hauptsächlich bei mir an der Gabel. Ich habe irgendwann mal bei einem Radwechsel-Einbau habe ich die Steckachse wohl verkantet angesetzt und habe dabei das Gewinde im Tauchrohr zerkniedelt. Genauso das Gewinde auf der Steckachse. Musste halt neu, war auch nicht gerade billig. Und sag mal so, günstig. Dann habe ich einmal noch, bevor ich die Federn tauschen musste, ich hatte vorher nochmal eine Ölwechsel gemacht an der Gabel, hatte ich wohl oben die Verschlüsse wohl ein bisschen festgedreht. Habe ich mir dann einen Sechskant oben vergniedelt. Ja, und dieser blöde Verschluss da oben, huiuiui, 150 Tacken. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ansonsten halt nur die Verschleißteile, Bremsbeläge, ein Kettensatz ist bei 40.000 neu gekommen, das heißt, bei 80 müsste ungefähr der nächste fällig sein. Ja, Ölwechsel, Ölfilter, Luftfilter. Luftfilter mache ich nicht so wie vorgeschrieben alle 18.000. Das mache ich dann alle 12.000, weil die kleine Inspektion, die da alle 6.000, wo es nur um Bremsenkontrolle geht, die mache ich so mit. Und ich habe keine Lust, nur wegen dem Luftfilter das Moped aufzumachen oder zu zerlegen. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich das lieber früher, alle 12.000. Kostet nicht so die Welt. Immer brav alles getauscht, so wie es vorgesehen ist. Auch die Kerzen, alle 12.000, obwohl Iridiumkerzen, die sehen jedes Mal noch aus wie neu. Ich werde wohl diesmal das Ganze mal verändern. Ich hätte jetzt mal sie mal drinnen lassen und dann wohl 24.000 Kilometer sie nutzen. Ansonsten, ja nix. Sie fährt. Alles ist gut. Sie hat mittlerweile Gebrauchsspuren, klar, nach 72.000. Reifen habe ich mittlerweile einige durchprobiert.
Da habe ich so im Moment meine Favoriten, die da kommen von aus dem Hause Metzler Pirelli. Was da wäre jetzt aktuell drauf? Der Rotec 01. Sehr gut geht auch der Pirelli Scorpion Trial, der Zweier. Der ist sehr gut, weil der Einser war original drauf. Da haben viele Versus-Fahrer geschimpft drüber. Ich hatte damit keine Probleme. Ich gehöre auch eher zu denen, die eigentlich eine ziemlich lange Laufzeit mit ihren Reifen hinbekommen. Der Metzler jetzt auch schon mit 12.000 drauf. Und der sieht noch aus für, naja, da geht noch einiges. Also 15.000, 16.000 macht das Ganze mit Minimum. Ja, ein Lenkauflager habe ich mal erneuert. Das war im letzten Winter bei 60.000. Da waren mittlerweile schon Restmarken drinne. War wohl wahrscheinlich auch Schuld daran, dass ich beim ersten Mal mit dem Rotec 01, den ich jetzt zum zweiten Mal schon drauf habe, so ein komisches Gefühl auf der Vorderachse oder auf der Vorderhand hatte, als er bis weiter abgefahren war. Da habe ich gedacht, das liegt am Reifen. Ja, das lag wahrscheinlich eher am Lenkauflager. Radlager musste vorne und hinten mittlerweile neu. Vorne bei 40, hinten jetzt bei 65 so rum im Dreh, 68 irgendwas. Sind zwar doppelt gekapselte, aber die Felgen haben in der Mitte ziemlich große Öffnungen. Das heißt, da kann Dreck und Wasser und alles rein. Deswegen habe ich mir schon mal gesagt, bei dem nächsten Reifenwechsel dann immer, wenn ich sie raus habe, werde ich dann so ein bisschen, ja, so von innen, also auch mal ein bisschen nachfetten. Über diese großen Löcher in der Felge kann man das wohl machen. Ja, wie schaut denn die Zukunft aus mit ihr? Wie ich schon einmal erwähnte, abgeben das Ding? Nö. Warum? Da steckt so viel Zubehör drinne. Kann ich vielleicht zum Teil, wenn ich das Nachfolgemodell nehmen würde, auch verwenden. Aber wohl nicht alles. Aber warum? Wenn man mit dem Motorrad so super zufrieden ist. Klar, ich werde auch mal demnächst das ein oder andere, ich sag mal, Alternative zu diesem Motorrad auch mal Probe fahren. Dazu gehören so die aktuelle GS, die große 1200er, aber ich bin eher so der Liebäugler für die 800er, die Zweizylinder. GS. So eine Affentwin, ja. Oder die 1200er Tiger. Gibt bestimmt noch die eine oder andere, wo man noch mal rauf in sich setzen kann. Oder zum Beispiel die V-Strom. Die habe ich damals auch mal, kurz nachdem ich diese hier hatte und die V-Strom dann rauskam, die 1000er, die neue, habe ich denn die 1000er Strom auch mal Probe gefahren. Mit dem Ergebnis, dass ich mich nicht ärgern musste, dass ich mir die Versus gekauft habe. Die V-Strom ist nicht schlechter, sie ist nicht besser, sie ist halt anders. Anders speziell vom Motorkonzept her. Der Zweizylinder-V-Motor möchte ein bisschen anders gefahren werden. Ich sage immer, er ist ein bisschen stressiger. Hier mit meinem Rhein-Vierzylinder kann ich so Wechselkurven gemütlich mit 50 fahren und am Ende, am Ausgang dieser Wechselkurve, gebe ich einfach nur Gas. Und das im letzten und sechsten Gang. Und dann zieht sie schön brav hoch. So ein Zweizylinder, der fängt dann das Hacken an. Und das fand ich ein bisschen stressiger, weil ich musste viel mehr schalten. Hier kann ich sehr schaltfaul fahren. Aber das ist immer so eine Sache, da muss jeder für sich selber entscheiden, welches Motorkonzept ihm taugt. Ich habe halt festgestellt, dass dieser Vierzylinder-Reihenmotor für mich sehr gut taugt. Das andere sind auch Spaßgeräte, haben vielleicht auch viel bessere Leistungsentfaltung oder eine andere Leistungsentfaltung, aber
wie gesagt, ich bin also echt zufrieden mit dem Teil und werde sie auch noch weiterfahren. So, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr vollgequatscht mit dem Thema Versus 1000. Ich werde, wie ihr bestimmt gesehen habt, immer mal wieder so ein paar Bilder dann da jetzt in diesen Blog mit einfügen, damit ihr auch seht, wovon ich spreche. Sollten da Wünsche aufkommen von mehr Bildern oder mehr Informationen, lasst es mich einfach wissen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal einen entsprechenden Daumen oder einen Kommentar da lasst. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, falls wir uns nicht mehr sehen beim Motorvlog, aber wir werden uns wieder sehen von Costa Rica aus und andere Filme sind auch noch in Bearbeitung. Bis demnächst. Wie sagt man immer so schön, ride safe. Kommt gut über den Winter. Bis demnächst. Euer Hubiwan.